Herzlich willkommen am Mittwoch bei den Farming Nerds im wunderschönen sonnigen Italien. Und wir sind beschäftigt zum einen, wie ihr gerade bei mir sehen könnt, mit der Ernte. Zum anderen, wie ihr dort hinten sehen könnt, mit rumstehen. Und zum anderen mit, kann man nicht sehen, das müssen wir gleich rausfinden bei Flo. Aber erstmal sagen wir hallo. In diesen Wochen mit dabei, Bonkers, Flo und Tobi. Hi. Hi. Moinsen. Moinsen. Gehen wir gleich mal rüber zu Flo. Flo, was läuft bei dir so? Hast du dir den schlechtesten ausgesucht, zu dem du rübergehen kannst? Ich stehe auf deinem Feld vor den Hängern und weiß nicht, was ich machen soll. Sollen wir neue Aufträge schon mal annehmen? Das können wir ja erstmal uns sortieren, oder? Also du mähst, Bonkers macht hier seine... Ja, ich muss jetzt Ballen wickeln. Ich guck mal, scheiße, ist die Wickel... Schade, meine ich, ist die Wickelmaschine hier? Und unser Feld ist gestriegelt. Wo ist denn die Ballenwickel? Das muss... Oh! Vielleicht mache ich das. Unser Feld muss ein zweites Mal gedüngt werden. Ja, und der Düngerstreuer steht hinten am Feld dran. Ist der Ballenwickler? Hey, danke. Haben wir einen Ballenwickler? Entschuldigung. Ich glaube, zeige ich dir nicht. Da stand doch einer. Nee, das war ein es war hier so ein Schwader. Ballenwickler, ich meine doch, hier nicht keine Ballenpresse, sondern den Wickler. Ach so, der Folie macht oder was? Folierer, genau, der Ballenfolierer. Oder nicht? Hier, warte mal. Also einer, der eine Ballenpresse steht am Feld. Aber so ein Foliending haben wir nicht, ne? Ich gucke gerade, ob wir das nicht mit... Warte, bist ja blöd, ich kann ja... Ja, aber guck doch mal hier. Ich guck einfach mal in die Garage. Ach nee, doch, da steht, man muss Silageballen machen. Ja, deswegen... Warum habt ihr das nicht dazu gemietet? Weil wir die Teile wahrscheinlich noch hatten. Ja, dann miete ich so ein Ding noch dazu. Rausgeklärt, wir können uns das leisten. Wir haben ja nur noch 23 Millionen. Kann ich es ja kaufen. Weil irgendjemand hier unbedingt die teure Düngespritze kaufen wollte. Ja, wer war das? Ja, wer war das wohl? Hm? Wer hat sie denn? Nicht. Gucken wir doch mal, wessen Unterschrift auf dem Kaufauftrag ist. Ballentechnik. Ja. Deine Unterschrift nachgeahmt. Nein, verdammt Axt. So, wir haben einmal Folieverpacker. Kriegen wir noch einen billigen hier? Ein Ballenwickler. Ah, der kann nur rundballen. Boah! Nicht gedacht. Erzähl ruhig weiter, Tobi. Wir hatten doch letztes Mal auch. Ja, ich habe nur nach dem günstigen geguckt. Aber hier gibt's genau der gleiche Preis. Ein Kuhn, der kann nur rundballen und quaderballen. Und dann gibt's noch einen anderen Kuhn. Der macht noch, der kann alles. Der kann sogar Pferde einwickeln. Was? Ja, und Scheiß, geh mal in die Garage. Und Mumien. Und Misthaufen kann der einwickeln. Wo ist denn das, in welcher Rubrik? Na, Ballentechnik. Macht Sinn, ja. Gibt's den Kuhn SW 4014? Ziemlich am Anfang. Für 54k. Den 4014 brauchst du. Genau, und jetzt gehen wir weiter. Das ist nochmal ein 4014 mit Zusatz. Clover und Alfalfa. Gleiche Preis, SW 4014. Kann aber mehr, oder was? Ja, guck mal. Ja, das wird die, es gibt ja hier Dinger, die extra für diese Map waren. Ja, aber da ist ein Pferdesymbol. Ja, das ist Pferdegras. Ach so. Den kannst du nur mit Pferden ziehen. Genau. Genau. Ja, mal gucken, konfigurieren. Initiale Kosten zum Leasing 2754. What? Folienfarbe. Kostet Gott sei Dank nichts, ey. Ja, dann müssen wir mal gucken. Hier gibt es noch hier nebenan. Ist noch ein Raps. Leck. Mieten. Ne, jetzt wird es gleich lecken.
Hat's gerade. Nee, nochmal. Hat schon geleckt. Ah, da steht er ja. Wieder einsteigen ins Moped. Oh Gott. Ich habe noch nie so schlecht ein Feld gedüngt ohne GPS. Alter. Weil ihr das gar nicht macht, ey. Wie viel Zeit hast du denn nur Manual Dünging? Ohne GPS. Null. Ich weiß gar nicht, ob das also überhaupt rechtens 0,1. Ist. 0,1. Ups. Ob ich was? Ob das rechtens ist, weiß ich gar nicht. Ob nicht deine Traktorlizenz jetzt so ungültig ist. Nee, ich hab. Die Lizenz gilt nur. Also nur wenn ich manuelles. Nur Autodünging. Nur Autodünging? Okay. Ja. Ansonsten musst du einen Simulator dafür? Nee, muss ich Zusatzausbildung noch machen. Achso, okay, reicht halt Simulatorzeit nicht. Herzlich willkommen in der heutigen Folge, die Farming Nerds reden wirr. Hä? Ist doch immer so. Stimmt. Echt mal. Hä, wieso hat der dann den Teil vom Feld, vom Feld nicht gedüngt? Ach, da kommt der wilde Bonkers gefahren. Ja, weil du offensichtlich noch Tikus bist. Was? Ja. Frech. Ist so. Ja, ist ganz schön frech, unser Bonkers. Hä, den Rand vom Feld, den kriege ich nicht doppelt gedüngt. Ich bin da zweimal rüberfahren. Doppelt. Ja, das ist aber so ein Bug auf der Map, glaube ich. Dass Ränder teilweise, dass Grenzen nicht gut gezogen sind hier. Ist schon so ein Bug, ey. Das gleiche Problem hat Putin auch. Dass du ein Bug bist? Nee, dass Grenzen nicht sauber gezogen sind. So. Ich glaube aber auch, dass er ein Bug ist. Das stimmt natürlich. Der Brain Bug. Also du machst, Toby macht Feld 22. Er macht 26. Ich mach 26. Spritzen. Ui. Halt. What? Junge, ich glaube, das mach ich. Es geht ab. Gibt Sinn. Feld 20 Spritzen bringt 10.000. Ja, geil. Feld 20 ist aber so das große Lange, oder? Nee, Lange ist es nicht, aber es ist groß. Aber ja, die Frage ist. Ja, komm, 10.000. Wie viel Geld gibst du aus für Unkrautmittel? 9.000. Nee, wieso? Ja. Dann mach doch nur auf 2% oder sowas. Das hast alles gedüngt, kein Problem. Ob das auch geht? Ob der über... Nicht. Probier mal. Ja, ich weiß es halt nicht. Ja, soll ich den annehmen? Also. Ja, mach, jetzt sind 10.000, also komm. Ja, aber und wir haben den Dünger schon. Halt nicht. Das Einzige, was wir müssen erstmal sowieso wieder die Kohle für die Düngemaschine reinkriegen. Ja, aber wenn der Auftrag sich nicht lohnt, kriegen wir das Geld für die Düngemaschine auch nicht rein. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass wir ja nichts ausleihen müssen. Wir müssen ja nur das Düngemittel kaufen. Und ich glaube nicht, dass die Aufträge so angelegt sind, dass wir, wenn wir Düngemittel kaufen und ausleihen, dass sich das dann nicht lohnt. Ja, das ist deine These. Also, bist du sehr positiv gestimmt, ja? Sowieso immer. Ich bin krankhafter Optimist. Aber ich finde, das kann nur gut sein. Ich bin krankhafter Optimist, das ist ja schrecklich. Genau. Das glaube ich auch, dass du krankhafter Optimist bist. Ich finde, das kann nur gut sein. Kann nichts Schlechtes dran sehen. Ich muss Optimist sein. Ich habe meine Führerscheinprüfung demnächst. Na! Nie. Vielleicht ändert sich meine Einstellung dann auch. Für Moped oder was? Spaß. Nee, für europäische Mokik. Schienenfahrzeuge. Ui. Mokik ohne Reifen, nur mit Felge. Ja. Für die Gleise. Stahl auf Stahl. Jo. Toll. Aber geil, also da bin ich echt mal... also was heißt gespannt bin ich nicht. Ich weiß, dass du das halt nicht verkacken kannst. Lol. Ich habe den Auftrag gerade angenommen. Und jetzt ändert sich der Bewuchs auf dem Feld. Was? Wie geil. Vorher war irgendwas Reifes drauf, jetzt stehen hier grüne Pflanzen mit Unkraut drauf. Uah.
Siehst du? Und jetzt zurück zum Führerschein-Thema. Ja, ich glaube, das kriegst du hin. Das schlägt mir so ein bisschen in die Knie, weil das ist so das erste ultimativ Wichtige, ohne dass es nicht weitergeht. Wenn du diese Lernerfolgskontrollen zwischendurch hast, da kannst du natürlich auch einen Bock schießen, aber die darfst du halt auch nachschreiben. Aber Führerscheinprüfung ist schon so arschwichtig. Ja, aber ernsthaft, ich denke, das... Müsste da irgendwie zum Eisenbahnbundesamt oder wie ist das? Nee, das wird, also es ist die Prüfung vorm Eisenbahnbundesamt, das ist richtig, weil es ja um europäisches Recht geht dabei. Aber die wird... Europabundesamt. In der, wenn die Schule zertifiziert ist, dann dürfen die das auch in-house machen. Okay, die brauchen nur einen Prüfer oder was? Genau, da kommt der Prüfer dann und dann hast du ja einmal den schriftlichen Teil, den schreiben wir jetzt demnächst. Danach kommt nochmal der mündliche Teil. Und mündlich? Ach du lieber Himmel, okay. Kennen wir gar nicht mehr. Da bist du dann mit drei Leuten zusammen in der Prüfung. Und dann wird dann was irgendwie eine bestimmte Situation und du musst sagen, wie du was du machst oder was oder? Ja, also wir haben ja jetzt die Grundlagen gelernt, ja, alles was dazugehört, so die ersten, was weiß ich, also Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften und all so ein Blödsinn. Unter anderem auch, wie halt in ihren Grundlagen Strecken aufgebaut sind, also was es alles gibt, Blockstrecken, Bahnhöfe, Haltestellen, Haltepunkte, Überleitstellen, Abzweigstellen, Ausweich-, Anschlussstellen, bla bla bla. Und die wollen, im Grunde musst du mit diesem Führerschein, da wollen die wissen, ob du es verstanden hast, worum es überhaupt geht. Bei der ganzen Geschichte. Dass du nicht nur die Multiple-Choice-Fragen angeklickt hast, oder was? Genau. Es gibt auch Single-Choice. Also wir momentan trainieren wir Single-Choice-Fragen. Da musst du schreiben wie so ein Irrer. Und okay. Ich habe von gestern zu heute eine komplette Tintenpatrone meines Füllers durchgenudelt. Krass. Weil ich so viel geschrieben habe. Und fährt der jetzt noch? Oder muss man hier bitte sagen, muss man. Und in der mündlichen Prüfung stellen die sich halt mit dir an so ein Streckenband. Da hast du dann im Grunde genommen wie bei euch so einen Flugplan. Da ist bei uns halt eine Eisenbahnlinie aufgezeichnet. Und dann musst du halt, dann stellen sie dir dazu Fragen, ja, welche rechtliche Grundlage gibt es für diesen Ort, was ist das da für ein Ort und was ist eigentlich die Definition für einen Bahnhof oder so ein Krams, also was... Er darf nicht so viel Neigung haben, sonst ist es nur eine Haltestelle, ne? Oder so. Nee? Okay. Nein, also beim Bahnhof ist zum Beispiel, ein Bahnhof ist eine Bahnanlage mit mindestens einer Weiche, wo Züge beginnen, enden, halten und wenden, kreuzen und überholen können. Bahnanlagen können in mehrere Teile unterteilt werden. Sie werden mit ihren Zwischensignalen oder zu ersetzenden NE14-Tafeln, das ist dann mal für dieses elektronische Fahrsystem ETCS, diese Tafeln werden halt die unterteilt. Bums, Ende aus. Das musst du wissen. Dann musst du wissen, was sind die Grenzen eines Bahnhofs. Die Grenzen eines Bahnhofs sind seine Einfahrsignale. Oder sie ersetzen eine NE14. Seine, ja, genau, unendlich. Was habe ich gesagt? Achso, die Trapeztafel NE1 oder die Einfahrweichen. Und aus diesen Grundlagen, da stellen sie dir dann halt Fragen raus. Was ist, wenn sie von da kommen? Und was ist das? Und was ist die Definition einer Einfahrweiche? Man wird es kaum glauben. Die erste Weiche eines Bahnhofs, die befahren wird von der freien Strecke. Nice. Und das ist auch schon wieder das Problem. Du hast halt dieses Beamtendeutsch da, ne? Ich wollte gerade sagen, Alter, das ist ja mega so Eisenbahnerdeutsch. So. Nein, das ist halt, das ist übelstes Beamtendeutsch. Das klingt zwar dämlich, aber der Vorteil ist, dass wenn du eine Richtlinie hast, gibt es kein links und kein rechts. Es gibt nur schwarz oder weiß. Also entweder stimmt die Richtlinie oder sie stimmt nicht. Und das ist zwar umständlich in seiner Sprachwahl, aber eindeutig in seiner Aussage. Ja. Eigentlich kannst du sagen, zu 100%. Also wenn man von Beamten, ja, wenn man so auch so seine liebe Mühe hat, den Beamten an sich zu verstehen, aber tatsächlich sind diese ganzen Formulierungen, Begrifflichkeiten und Definitionen halt eindeutig, ne? Es gibt kein,
das könnte aber auch so sein. Nö, ist nicht so. Ja, es ist alles ganz klar, eindeutig definiert und dafür braucht es scheinbar halt diese dämliche Sprache. Und das ist halt in der mündlichen Prüfung, stehst du halt zu dritt da und dann wird immer einer gefragt und du bist zwar zu dritt in der Prüfung, aber du darfst deinen Mitprüflingen nicht helfen. Wenn du vorsagst, bist du genauso durchgefallen, wie der für den vorgesagt wurde. Nice. Naja. Das ist halt auch gleichzeitig ein psychologisches Assessment. Genau, das ist auch ein bisschen Psychologie mit dabei und die wollen halt gucken, wie reagierst du, wie reagiert die Gruppe und all solche Sachen. Naja, anyway. Am Ende des Tages, hatte ich ja schon mal gesagt, die Grundlagen sind ungefähr das erste Dreivierteljahr bis Jahr der normalen Eisenbahner- und Betriebsdienstausbildung. Und das ist ganz witzig, wir haben ja schon, hatte ich glaube ich auch in der letzten Runde schon mit Heidi und Bonkers erzählt, es ist schon erstaunlich, erstens, wie viel man in seine Birne reinbekommt, zweitens, wie viel davon tatsächlich kleben bleibt und drittens, wie viel man davon vergisst, wenn man in der Prüfung darauf antworten soll. Das ist krass, schon, was der Mensch so alles kann. Wie zuverlässig auch. Ich habe heute, wir haben ja jetzt zusätzlich zu dem Ganzen, weil wir ja so gut wie keine Zeit haben, wir sind ja mit den Modulen, die dazugehören, schon fertig. Mhm. Also haben wir schon mit dem neuen Modul Rangieren angefangen. Ich habe mittlerweile so viel Rangierscheiß im Kopf, dass wir heute so eine Überprüfungstest geschrieben haben, was wir denn von dem anderen noch wissen, und dann fängst du richtig an zu rudern. Mhm. Jetzt kannst du nicht mehr geradeaus fahren. Naja, nee, also du vergisst halt irgendwelche Gesetzesbestimmungen, die du vorher auswendig runterbeten konntest, die sind auf einmal weg. Ja. Und was halt geil ist, ist, das ist ganz vielen von uns heute passiert, als es in Richtung Gesetze ging, das ist weg und dann fängst du voll an zu verzweifeln, weil du dir denkst so, scheiße, wie soll ich das jemals wieder zurückholen, dass das alles zusammen da bleibt? Und dann lehnst du dich zurück und trinkst einen Schluck Kaffee und denkst dir so, Mann, Kacke, ey, wie macht man das jetzt? Und dann auf einmal machst du Klecker, Klecker, Klecker im Hirn und das Gesetz kommt zurück. Das ist total geil. Psycho-Scheiße, echt. Ja, gleiche Ding habe ich jetzt auch gerade beim Wiederklicken von den ganzen Fragen. Da denkst du, oh ja, hast du das überhaupt schon mal gehört? Und dann irgendwann kommt das alles wieder und danach die nächsten Fragen sind dann wieder klar. Und ich muss euch sagen, wir waren zwischenzeitlich im Simulator und haben halt Rangieren simuliert und so ein Krams. Leute, ey, ich kann das nicht erwarten, dass wir endlich auf die richtigen Böcke raus dürfen. Ey, das macht so einen Spaß. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Mit den ganzen blinkenden Gizmos und Clicky-Buntis, auf die man draufdrücken darf. Und oh, geil. Da hörst du so Freudenschreie durch die Gegend fahren, wenn Tobi das erste Mal drin sitzt. Ja, tatsächlich. Junge. Ich habe auch gesagt, wir müssen Kleenex mitnehmen. Ich werde in den ersten Zug, den ich fahren darf, sicherlich Flecken machen. Ekelhaft. Zack. Ja, wird. Ja, nice. Das wird bestimmt was werden. Jetzt haben wir heute in der Folge mal wieder ein bisschen über Eisenbahn gesprochen. Ja, mega gut. Und alle, die sich für die Fliegerei interessieren, es wird eine neue Folge geben der Farming Nerds. Wir wissen noch nicht wann, obwohl das gelogen. Wir wissen es genau. Und zwar am Freitag. Bis dahin, haut rinne, bleibt schön gesund und natürlich auch munter. Und wie man ganz kostenlos an ein niegelnagelneues Abo bei den Farming Nerds kommt, weiß Flo zu berichten. Und zwar müsst ihr auf den roten, eckigen Subscribe-Button drücken. Dann seid ihr schon gratis dabei. Und falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch noch den blauen Daumen nach oben drücken. Und schreibt Kommentare, was wir besser machen können. Ne? Und dann bedanken wir uns, dass ihr zugeschaut habt und hoffen, dass wir euch nächste Folge wiedersehen. Bis dann. Bis Freitag. Tschüss. Bis Freitag.